Manchmal sind Tiere schlauer, als wir denken. Es gibt viele Fälle, in denen Tiere uns mit ihrem Verhalten überraschen. Sehen wir uns 12 ganz besondere Fälle an. Kapuzineräffchen in der Steinzeit. Diese Affenart lebt anscheinend in der Steinzeit und benutzt Werkzeuge wie unsere Vorfahren in ihren Höhlen. Wissenschaftler haben Beweise, dass eine nichtmenschliche Art Werkzeuge zur Nahrungsverarbeitung einsetzt. Im Nationalpark Serra de Capivara in Brasilien lebt eine Kapuzineraffenart, welche vor etwa 3000 Jahren begann, mit Quarzsteinen Samen oder Früchte aufzubrechen. Vor ca. 300 Jahren begannen sie, größere Steine für härtere Lebensmittel wie Cashews zu verwenden. Wenn die Affen einem ähnlichen Evolutionsprozess folgen wie Menschen, werden sie in 3 Millionen Jahren Atomwaffen entwickeln. Panda täuscht Schwangerschaft vor. Ai Hin, ein 6-jähriger Riesenpanda aus dem Chengdu Giant Panda Breeding Research Center in China, galt 2 Monate lang als schwanger. Doch tatsächlich hatte sie eine Scheinschwangerschaft. Das Leben von trächtigen, in Gefangenschaft lebenden großen Pandas klingt einfach. Sie bekommen ihr eigenes Reich mit Klimaanlage, 24 Stunden Betreuung und einem Sandwich-, Obst- und Bambusvorrat. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua erkannten Pandas diesen Luxus während der Schwangerschaft, weshalb sie diese vortäuschten. Krähenautomat. Krähen sind schlau. Deshalb entwickelten Wissenschaftler einen Intelligenztest, bei dem Krähen Sachen vorfinden, die es in der Natur nicht gibt. Draußen gibt's kein Papier oder Pappe. Also entwickelte man einen Automaten, in den die Krähen für ein kleines Stück Fleisch kleine Papierstücke stecken sollten. Nachdem die Vögel die Funktion verstanden hatten, gab man ihnen ein Blatt Papier, das zu groß war, um hineinzupassen, um zu sehen, ob sie es in kleinere, passende Stücke trennen würden. Etwa die Hälfte tat dies spontan. Die Forscher statteten jede der 8 Krähen mit einem Spender aus, der nur bei einer bestimmten Papiergröße ein Leckerli freigab. Alle erwachsenen Vögel fertigten passend große Karten an. Orang-Utan sägt Holz. An einer Dschungelhütte nimmt dieses Weibchen eine Säge in die Hand. Obwohl sie wild ist, weiß sie, was man damit machen kann. Auch Orang-Utans haben einen beweglichen Daumen, mit dem sie Gegenstände greifen können. Vor mehr als 20 Jahren lernte ein geretteter Orang-Utan das Sägen, indem er Menschen beim Hüttenbau zusah. Aber hier war es ein wilder Orang-Utan, der es gelernt hat. Sie ist stolz und räumt sogar das Sägemehl weg. Ihre Füße benutzt sie als Schraubstock, um den Ast festzuhalten. Es ist bemerkenswert, einen wildgeborenen und freilebenden Orang-Utan bei dieser Herausforderung filmen zu können. Kakadu. Brauchst du einen Schlüsseldienst? Ruf einen Kakadu. Bei einem davon wurde festgestellt, dass er Schlösser ohne Training öffnen kann. Alex Kaczelnik und Kollegen von der University Oxford stellten einigen Kakadus eine Aufgabe. Ein Schloss knacken, um an eine Nuss zu kommen, die hinter einer transparenten Tür lag. Die Vögel mussten einen Stift, dann Schraube und Bolzen entfernen, bevor sie ein Rad drehen konnten, das einen Riegel löste. 5 Vögel waren nach mehrfacher Übung erfolgreich. Aber der Kakadu Pippin brachte es allein in unter 2 Stunden fertig. Er benutzte als einziger seinen Fuß statt des Schnabels zur Entfernung der Schraube. Manche Vögel haben unterschiedliche Talente, sagt Kaczelnik. Pippin ist ein Genie im Lösen von Schlössern, während ein anderer gut im Herstellen von Werkzeugen ist. Chaser, der Hund. Der Border Collie war vielen als die klügste Hündin der Welt bekannt. Leider ist sie am 23. Juli 2019 mit 15 Jahren verstorben, aber ihre Geschichte ist beeindruckend. Ihr Herrchen, Dr. Pillay, setzte sich zum Ziel, ihr das Sprechen beizubringen und zu erforschen, wozu das Hundegehirn fähig ist. Mit 2 Monaten begann er, sie mit einem blauen Ball zu trainieren. Er zeigte ihr den Ball, sagte dann: Fang blau oder finde blau. Am 3. Tag konnte sie den Ball schon aus einem anderen Raum holen. Nun war es an der Zeit, ein anderes Objekt einzubinden.
Insgesamt lernte Chaser im Laufe ihres Lebens mehr als 1000 Substantive zu identifizieren. Sie kannte alle ihre 30 Bälle. Man konnte sie auffordern, einen anderen Ball zu finden, und sie kannte Adjektive wie größer, kleiner, schneller und langsamer. Felsen entpuppt sich als Oktopus. Hier verblüfft ein Oktopus einen Taucher mit seiner unglaublichen Tarnung. Die Bilder wurden im kristallklaren Wasser der französischen Riviera aufgenommen. Der Taucher zeigt mit der Hand auf den Boden und auf etwas, das wie Felsen und Seetang aussieht. Dann richtet er die Kamera auf einen rauen Felsblock. Doch der Fels scheint keiner zu sein, denn plötzlich erscheint ein Oktopus, verspritzt Tinte und versteckt sich. Er wechselte zwischen seinem natürlichen Braunton und dem tiefen Meeresgrün seiner Umgebung. Er hatte sich dort niedergelassen und seine Farbe so verändert, dass er nahtlos mit der Umgebung verschmolz. Nilpferd bekommt Putzhilfe. Bei der Hautpflege brauchen Nilpferde ein wenig Hilfe. Sie können keinen Stock nehmen und sich am Rücken kratzen, weshalb sie sich von einem anderen Tier helfen lassen. Schwärme von Barben verfolgen die Flusspferde und essen sogar deren Kot. Sobald sich die Nilpferde niedergelassen haben, knabbern sie Zecken und Hautparasiten weg. Wie im Spa gibt es ein komplettes Peeling für das Gesicht und den Körper. Es scheint die Nilpferde in Trance zu versetzen. Selbst die Mundhygiene gehört dazu. Diese fleißigen Fische ernähren sich auch von den Essensresten in den Zähnen der Nilpferde. Diese Nahrung wäre sonst unerreichbar, weil sie an Land wächst. Coco und ihre Katze. Coco war ein weiblicher Gorilla, welcher über 1000 Zeichen in Gebärdensprache konnte und etwa 2000 englische Wörter verstand. Coco führte Unterhaltungen mit Menschen, indem sie Sätze von 3 bis 6 Wörtern bildete. Sie hatte einen IQ von 70 bis 95 auf der menschlichen Skala. Coco wünschte sich 1983 eine Katze zu Weihnachten, aber kein Kuscheltier. Sie spielte nicht damit und gestikulierte immer wieder das Wort traurig. So durfte sie sich an ihrem Geburtstag im Juli 1984 ein lebendiges Kätzchen aussuchen. Coco wählte einen grauen Manx und nannte ihn Allball. Coco kümmerte sich um das Kätzchen, als wäre es ein Gorilla-Baby. Im Dezember 1984 entkam Allball, wurde angefahren und getötet. Coco gestikulierte die Wörter schlecht, traurig, schlecht und Stirnrunzeln, weinen, traurig, Ärger. Coco machte ein Geräusch wie das Weinen eines Menschen. 1985 durfte sich Coco 2 neue Kätzchen aussuchen. Sie nannte die beiden Lips und Smokey. Anlässlich ihres Geburtstages im Juli 2015 wurden Coco weitere Kätzchen angeboten. Sie wählte 2 aus und nannte sie Miss Black und Miss Grey. Oktopus entwischt. Der Oktopus Inki aus dem National Aquarium of New Zealand brach Anfang des Jahres aus, rutschte ein Abflussrohr hinunter und entkam in den Ozean. Er verschwand durch eine Öffnung in seinem Aquarium. Er glitt nachts über den Boden und quetschte sich durch ein enges Rohr ins offene Gewässer. Er war sehr wissbegierig und wollte immer Grenzen überschreiten, sagt Aquariumsmanager Rob Yarrell. Die Mitarbeiter bemerkten Ingis Verschwinden vor 3 Monaten und konnten anhand der nassen Spur herausfinden, wie das Tier verschwunden war. Inki hatte es geschafft, den Deckel des Aquariums zu bewegen, dass er sich mit einem anderen Oktopus teilte. Erdmännchen gegen Roboter-Kobra. Erdmännchen müssen auf der Hut sein, denn sie sind ein leichtes Ziel für Raubtiere. Aber es ist riskant, mit Jungtieren, die sie beschützen müssen, einen Baum hochzuklettern. Aus der Höhe können sie Raubtiere früher sehen, sind aber durch Raubvögel gefährdet. Hier geht es um eine Roboter-Kobra. Ohne Rücksicht auf ihre eigene Sicherheit stellt sie sich der Schlange. Sie reagiert so wie auf eine echte Schlange. Sie beschützt tapfer das Rudel und ihre kostbaren Jungen, ohne an sich selbst zu denken. Sie will die Schlange ärgern, damit sie verschwindet. Da die Roboter-Kobra nirgendwo hingeht, ruft das Erdmännchen nach Verstärkung. Raupe, die eine Schlange imitiert.
Diese verrückte Kreatur aus dem Dschungel des Amazonas wurde von Wissenschaftlern und Naturfotograf Andreas Kai gefilmt. Sie ist als Schlangenmimikraupe bekannt und was du hier siehst, ist das frühe Lebensstadium einer unscheinbaren Motte. Bei Bedrohung vergrößert sie ihre vorderen Körperteile und ahmt den Kopf einer Schlange mit schwarzen Augen nach. Dazu muss sie sich nach hinten werfen und drehen, um ihre Unterseite zu enthüllen, wo die Farben Gelb, Weiß und Schwarz versteckt sind. Dann wird Luft zu diesem Teil des Körpers gepumpt, die durch kleine Löcher in den Seiten angesaugt wird. Nach dem Aufblasen verwandelt sich die Raupe und scheint ein Schlangengesicht zu haben. Wenn das nicht ausreicht, um ein Raubtier abzuschrecken, tut die Raupe so, als würde sie beißen, um den Effekt zu verstärken. Viele Tiere verwenden Augenflecken, um die Aufmerksamkeit vom Kopf abzulenken. Dagegen ist dies eine ziemlich extreme Verwandlung. Welche Geschichte hat dich am meisten überrascht? Schreib es in die Kommentare und like den Kanal. Wir sehen uns morgen.